Dieser Battle Report ist von unseren beiden Tabletop-Neulingen für alle Einsteiger, die mit Star Wars Legion in das Hobby starten wollen. Sie zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln ein schönes Spiel auf die Beine stellen kann. Und dieses machen sie verdammt gut. Viel Spaß beim Ansehen! Schönen guten Tag von mir. Das ist, neben mir steht der Christopher. Das ist mein Bruder und ich bin der Marco. Wir machen heute für den Markus, für seinen YouTube-Kanal, den Tabletop-Rebellen, ein kurzes Video. Und zwar möchten wir einen Schlachtenbericht machen von... Korrekt, Star Wars Legion. So, wir möchten euch heute mal ein kurzes Szenario, ein Spielszenario zeigen und wir würden erstmal anfangen, einen kurzen Einheitenfokus zu machen. Ich von meiner Seite aus werde die Rebellen spielen und der Christopher wird von seiner Seite aus, vielleicht magst du selber sagen, ich spiele das Imperium, also die Bösen. Die Bösen, genau. Fangen wir am besten nochmal mit der guten Seite an und weniger mit der bösen Seite. Und zwar, wenn wir jetzt hier drauf gehen und mal schauen, fangen wir mal rechts an. Wir sehen hier die Rebellentruppen, sind auch selber bemalt. Das ist eine grüne Einheit, die wir gestellt haben. Ja, die haben wir mit einem sogenannten C6-Truppler ausgerüstet und einem Standard-Zielfernrohr. Das ist die erste Einheit, die ich spiele. Das ist eine sogenannte Truppeleinheit. Wenn wir weiter nach links gehen, sehen wir das erste Mal eine etwas schwerere Einheit, das nennt sich das Lasergeschütz. Ganz genau ausgesprochen ist es das 1.4 FD Lasergeschütz-Team, das ich heute spielen werde. Genau. Gehen wir weiter und dort sehen wir eine Maschine, eine sehr bewegliche Maschine, es ist der sogenannte AT-RT, den ich heute spielen werde. Genau. Und wenn wir noch weiter gehen, sehen wir die sogenannten Tauntaun-Reiter. Diese Tauntaun-Reiter, warum ich die spiele, sie sind sehr beweglich, sehr agil und haben eine ungeheure Durchschlagskraft. Und die haben wir alle vielleicht nochmal als Nebenbemerkung selbst angemalt. Zu erwähnen ist, wir spielen hier ein 500-Punkte-Spiel. Das heißt, wir haben noch ein paar Punkte offen gehabt und haben gesagt, wir nehmen einen vierer Rebellentrupp rein. Ja, ich hätte gesagt, der dient rein zur Verheizung, würde man sagen. Und unsere Commander oder unser weiblicher Commander wird die Jyn Erso bilden. Da Jyn Erso kennt man vielleicht aus dem siebten Star Wars Teil, beziehungsweise dem Spin-Off davon. Ja, und das ist auch ein weiblicher Commander mit einer hohen Durchschlagskraft und von den Punkten her sehr billig. Nun schauen wir uns eher mal das etwas Bösere an. Das Imperium schauen wir uns an. Fangen wir mal vielleicht rechts an. Wie, so ähnlich wie ich aufgebaut, hat mein Bruder auch einen Vierer Sturmtruppeneinheit, weil er auch noch Punkte übrig hatte. Als nächstes kommt wirklich eine in meinen Augen sehr schwere, sehr schlagkräftige Einheit. Das sind die sogenannten Imperiale Ehrengarde ist das. Ja, des Weiteren wird er einen Strandtrupp spielen. Zusammen sieht man das hier mit einem Mercer-Trupp. Besonderheit dieser Einheit ist auch, hat einen sehr, sehr hohen Würfelwurf, wo auch eine in meinen Augen eine sehr, sehr hohe Durchschlagskraft vorhanden ist. Schauen wir weiter, da sehen wir auch, er spielt einen Sturmtrupp mit einer Fünfer-Einheit drin, ist eine normale Truppler-Einheit, aber auch nicht zu unterschätzen, würde ich mal sagen. Und die Besonderheit, er spielt einen sehr interessanten Commander. Man muss dazu sagen, es ist die Iden Versu, sie ist nicht vorhanden gewesen in allen Star Wars-Teilen, das heißt, sie kommt eher aus einem Star Wars-Spiel, aus dem Star Wars Battlefront-Spiel. Genau. Iden Versu hat auch in meinen Augen eine sehr hohe Durchschlagskraft und wird das Spiel oder das Spielgewicht in einer gewissen Art und Weise schon verschieben. Das heißt, mein Bruder wird jetzt den Ablauf des Spiels einfach mal ein bisschen erläutern. Da gebe ich doch mal einfach an den Christopher weiter, würde ich sagen. Ja, Christopher? Ja. Wir haben uns für eine Missionsspiel entschieden, also nicht Elimination, sondern auf eine Mission. Da beginnen wir mal mit der Aufstellung. Die Aufstellung, wie man hier sieht, beginnt auf den Längsseiten des Spielfeldes, jeder auf einer Seite und man wird der logischerweise entgegenkommen. Dann zu den Umweltbedingungen. Wir haben uns für die eingeschränkte Sicht entschieden. Das bedeutet, in der ersten Runde können alle Einheiten nur auf Reichweite 2 schießen, ab der zweiten Runde auf Reichweite 3 und ab dann ist alles frei. Da kann man auf jede Reichweite schießen, die man kann. Und das Missionsziel ist der Durchbruch. Das bedeutet, um zu gewinnen, muss man in die gegnerische Aufstellungszone durchbrechen, um Punkte zu kriegen am Ende des Spiels. Man muss auch dazu sagen, für jede Mission geht über 6 Runden. Nach 6 Runden ist das Spiel auch vorbei und dann werden die Punkte gezählt, die jeder Spieler hat.
Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. So, genau, wir haben euch jetzt einen kurzen Einheitenfokus gegeben. Was spielen die Rebellen, was spielen das Imperium? Und nun geben wir natürlich, was noch wichtig ist, neben der Mission, die wir spielen, auch zum einen, in was für einem Spielfeld bewegen wir uns, oder wir würden sagen, auf was für einem Planeten würde man sich befinden, was haben wir uns dabei gedacht. Und der Christopher wird euch ein kurzes Regelwerk zu den Würfelwürfen einfach mal geben. Da würde ich mal sagen, leg los. Zu den Würfeln, es gibt Offensiv- und Defensivwürfel. Zu den Offensivwürfeln, die haben drei Farben, weiß, schwarz und rot. Jeder davon ist unterschiedlich gut. Die weißen sind die schlechtesten Würfel. Die haben insgesamt einmal hier, dieses Symbol ist ein normaler Treffer, das haben sie einmal drauf. Haben sie dieses Symbol einmal drauf, das ist ein kritischer Treffer. Und ein Umwandlungssymbol. Das bedeutet, wenn eine Einheit dieses Umwandlungssymbol hat, kann es das zu einem normalen Treffer oder kritischen Treffer umwandeln, je nachdem, was auf der Einheitenkarte selber draufsteht. Ansonsten hat es noch 5 Leerseiten. So, dann kommen wir zu den mittelguten durchschnittlichen Würfeln, die schwarzen. Wir haben insgesamt 5 Seiten, wo ein Symbol drauf ist. Wieder das normale, ein kritisches und das Umwandlungssymbol. Von den normalen Symbolen haben sie 3 Stück drauf. Das heißt, dann sind 5 Seiten natürlich dann wieder besetzt. So, das heißt, dann haben wir noch 3 Leerseiten jeweils. Und dann haben wir noch die besten Würfel, das sind die roten. Auch die haben natürlich wieder normale, kritische und das Umwandlungssymbol. Insgesamt sind 7 Seiten auf diesen Würfeln mit Symbolen gefüllt und nur eine tatsächlich leer. 5 mit normalen Treffern, einen Umwandlungssymbol und einen kritischen Treffer. Dann kommen wir jetzt auch zu den Defensivwürfeln, die jede Einheit hat. Die Rebellen werfen in der Regel mit diesen weißen Würfeln. Die haben 2 Seiten gefüllt von ihren 6. Einmal mit einem Schildsymbol. Damit kann man Treffer negieren. Das heißt, die Einheit leidet keinen Schaden dadurch. Und mit dem Umwandlungssymbol. Das sieht so aus. Wenn die Einheit das natürlich hat, dann kann sie das zu einem Schildsymbol umdrehen. Dann gibt es noch die Roten. Mit denen wirft in der Regel das Imperium. Die haben auf 3 Seiten das Schildsymbol und auf einer Seite das Umwandlungssymbol. Und noch 2 Leerseiten. Das zu den Würfeln. Ansonsten kann man hier noch unser schönes Spielfeld mal begutachten. Wir haben uns aber gedacht, das soll natürlich in Endor darstellen. Was man natürlich aus dem 6. Teil kennt. Sehr baumlastig. Mit der einen oder anderen Barrikade noch dazwischen. Ja. Und da werden sich unsere Einheiten dann gleich duellieren. Gut, nach unserer kurzen Einführungsphase in das Spielmodell, was wir hier durchführen, würde ich sagen, fangen wir mal an, in das eigentliche Spiel reinzugehen, Christopher. Gell? Auf jeden Fall. Und ich darf anfangen, die Einheiten zu stellen, da ich weniger Punkte ausgegeben habe von meinen Einheiten her als der Christopher. Zur Erläuterung, Christopher hat 501 Punkte ausgegeben bei einem 500-Punkte-Spiel und ich habe um die 486 Punkte ausgegeben. Und deswegen stelle ich jetzt meine erste Einheit. Die bewege ich mal hinter den Baum. Das ist der Billig-Rebellentrupp, den ich da mit reingenommen habe. Die Vierer-Einheit. Genau. So. Ja, dann bin ich dran, Einheiten aufstellen. Es geht immer im Wechsel. Dann mache ich noch das gleiche Mal. Ich kontere mit meinem Billig-Sturmtruppen. So, jetzt bin ich im Überlegen, was mache ich? Ich würde sagen, ich bewege einfach mal meine Tauntauns und stelle die mal hier hinter. Sturmtruppen laufen bekanntermaßen im Rudel. Gut, er hat. Oh, jetzt muss ich überlegen, er hat beide Sturmtruppen gestellt. Das heißt, ich würde mal meine volle Rebellentruppeneinheit verschieben und stelle die auch mal hier in die Richtung. Genau, so, dann habe ich die hier stehen. Ich habe ja dann noch meine Spezialeinheit, die rote Ehrengarde. Die stelle ich am besten. Oh, die können ruhig mal in der Mitte bleiben. So, du hast die Ehrengarde gestellt, genau. Ich habe ja eine besondere Bötchen Erso. Ich darf sie ja in der Reichweite jenseits der Reichweite 3 meiner Gegner aufstellen. Das heißt, ich bewege die mal ein bisschen weiter weg von meinen Rebellentruppen und stelle die hier hinter. So, dann habe ich noch meine Strandtruppen mit Mörser und meine Commander. Ich nehme mal als nächstes die Strandtruppen.
Strand rumgestellt. Gut, dann stelle ich mal meinen AT-RT hier hin. Genau. Das sitzt ja, denke ich, ganz gut. Mein Strand meint Unterstützung neben Mörser. Gut, dann habe ich jetzt nur noch mein Lasergeschütz. Das heißt, dann stellen wir das Lasergeschütz. Das ist halt stationär. Ich kann es nicht mehr bewegen. Das ist vielleicht für die Erklärung nochmal ganz wichtig. Da, wo es steht, wird es für den Rest des Spiels stehen, bis es zerstört wurde. Und deswegen werde ich das hier hinstellen. Genau, hier stelle ich das hin. Das passt mir dort. Eine gute Kommando übrig. Sie gesetzt sich zu der Ehrengarde. So, wir haben jetzt alle gestellt, alle Einheiten. Und das heißt, jetzt müssen wir nur noch gucken, wer anfängt. Das wird anhand der Karten, die wir gleich ausspielen werden, anhand der Commander-Karten, Kommandokarten kann man hier mal sehen, was ich hier spiele. Das hier sind generell die Standardkarten, die ich spiele. Und da ich ja nur Jyn Erso besitze, als Erklärung kann ich ja nur die Kommandokarten auch von Jyn Erso spielen. Der Christoph kann euch gerne auch nochmal seine Kommandokarten zeigen. Auch bei mir füllt sich die Hand einmal mit den normalen Standardkarten. Das sind diese vier. Und da ich auch nur Jyn Erso an, Eden Versio spiele, ihre spezifischen Kommandokarten. Genau, dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt einfach mal eine Karte aus und dann geht das Spiel auch schon los. Okay, das ist interessant. Das haben wir noch nicht so gehabt. Normal spielen wir beide, wenn wir zusammenspielen oder gegeneinander spielen, immer gleich. Das ist jetzt interessant. Jetzt seht ihr, ich habe meine Bereitschaft gespielt. Die hat vier Kreise oben und der Christoph hat den Vorstoß gespielt. Dadurch, da der Vorstoß nur zwei Kreise hat, darf er auch anfangen. Und dann würde ich dann sagen, legst du los. Und was man auch vielleicht erwähnen kann, der Vorstoß, mit dem Vorstoß kann man zwei Einheiten aktivieren. Dann hat er diese wunderschönen Chips von den Einheiten. Ja. Ich darf von diesen Einheiten darf ich mir jetzt zwei Chips nehmen und diese zu meinen Einheiten legen. Das ist, meine erste Einheit würde ich die Strandtruppen nehmen. Die haben einmal die Besonderheit, wenn ich ihnen einen Befehl gebe, dann kriegen sie einen Zielmarker. Den können sie zum Beispiel ausgeben, um leere Würfel bei einem Schuss nochmal neu zu würfeln. Und so eine weitere Besonderheit, da sie in der Nähe zum Mörser stehen, in Reichweite 1 bis 2 müssen sie im Minimum dazu stehen, das tun sie natürlich locker, darf ich auch meinem Mörser noch einen Befehl erteilen, der nicht durch die Karte kommt. Deswegen habe ich dann noch einen weiteren Befehl frei. Diesen weiteren Befehl würde ich dann meinem Commander geben. Genau. So. Ich habe mein Lasergeschütz aktiviert, weil mein primäres Ziel ist, ich würde gerne mit dem als erstes schießen. Genau, und dann darf der Christopher anfangen. Ja. Also man erwähnen kann, die restlichen Marker, die man nicht aktiviert hat, die man nicht offen hingelegt hat, die werden verdeckt, gemischt, zur Seite gelegt, die kann man jederzeit ziehen. Blind ziehen. Und dann muss man eben das aktivieren, was man gezogen hat. Ja. So, dann legen wir mal los. Ich aktiviere zuerst meine Strandtruppen. Was man noch zeigen kann. Der Bewegungsmesser, damit bewegt man seine Einheiten. Das gibt es auch in drei verschiedenen Ausführungen. Einser, Zweier und Dreier. Das sieht man immer mit den Strichen, die hier auf diesem Geräte dann abgebildet sind. Meine Strandtruppen bewegen sich mit Zweier. Das setzt man dann immer am Commander an. Den Commander kann man hier ganz gut erkennen. An der erhobenen Waffe und dem etwas anderen, eine etwas andere Schulterfarbe, Schulterrüstungsfarbe. Und er hat immer zwei Aktionen. Man kann sich zum Beispiel zweimal bewegen. Was ich jetzt zum Beispiel tue, mit der ersten Bewegung gehe ich hier hin, mit der zweiten würde ich sagen, gehe ich noch hinter einen Baum. Gut, dann habe ich meinen Zug. Ich will erstmal gucken, bevor ich, ob ich ziehe, dass ich mal schaue. Na, funktioniert's? Genau. Würde ich gerne mal gucken, ob mein Lasergeschütz schon irgendwo... Was man nicht vergessen darf, wir spielen ja auf eingeschränkte Sicht. Das heißt, in der ersten Runde kann nur auf zwei Reichweite geschossen werden. Genau, das muss man dazu sagen. Aber ich würde gerne trotzdem schon mal gucken, wie weit ich theoretisch komme, bevor ich ziehe.
um es einmal zu sagen, man sieht, das Lasergeschütz hat eine 5er Reichweite, das hat schon einen extremen Radius. Das heißt, er könnte sich kaum, also es wäre blöd, sich in der nächsten Runde, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, aber es wäre blöd, sich da rein zu bewegen. Stimmt's mir dazu, Chrisse? Ja, das wäre genau. Nicht so schlau. So, das heißt, da ich ja sowieso in der ersten Runde nicht schießen darf, werde ich eine Karte ziehen. Ich zeige euch das dann natürlich auch, was ich gezogen habe. Und man sieht hier, okay, es ist einer der Rebellentruppen. Das kann ich mir jetzt aussuchen, welche Rebellentruppe ich nehme. Ich entscheide mich für den Vierertrupp und werde den mit einer Zweierbewegung, der Chrisse reicht mir die irgendwann kurz, genau, werde ich mich mal mit einer Zweierbewegung nach vorne bewegen. Die Frage ist, bewege ich mich so? Ja, ich werde ein Stück weit offensiver mit denen vorangehen und stelle die hier hinter den Baum. Aber ich stelle die so in der Zweier, genau. So, und damit ist auch da mein Zug beendet mit denen. Ich ziehe jetzt einfach mal aus meinem verdeckten Chip-Pool, ziehe jetzt mal verdeckten Marker. Und das ist das Zeichen der Ehrengarde. Die Ehrengarde. Wo bewegt die sich hin? Das war der Zug mit der Ehrengarde. Okay, ich habe die Chin Erso gezogen, mein Commander. Ich spiele die Chin Erso gerne ein bisschen defensiver, deswegen sage ich hier, ich benutze beide Aktionen und hole ihr jeweils zwei Ausweichmarker für ihre zwei Aktionen. Und dann darf der Chrisse aber schon wieder. Ich ziehe nur mal, eigentlich muss ich jetzt nicht mehr ziehen, weil das, was ich verdeckt habe, sind jetzt noch zweimal diese Truppler-Symbole. Ich könnte mir jetzt entweder aussuchen, ob ich meine Sturmtruppen aktiviere oder ob ich eins von den letzten beiden offenliegenden Befehlsmarker mache. Ich sage mir dann mal, ich nehme jetzt doch lieber den Mörser. Mörser bewegt sich hier mit der Einserbewegung, den etwas kürzeren. Genau. So. Ich sage jetzt so, ich werde einfach mal mein Lasergeschütz einsetzen. Schießen kann ich nicht. Das bedeutet auch hier mit dem Lasergeschütz kann ich mir zwei Ausweichmarker holen. Kann ich machen. Wird hier in dem Fall keinen großen Sinn machen, weil ich höchstwahrscheinlich nicht beschossen werde in der ersten Runde. Ja, nehme ich mal einmal die Sturmtruppe hier links, die schwarze Einheit. Könnte das vielleicht mal relevant werden, ob man schon schießen kann, aber man sieht, reicht das ganz knapp nicht. Selbst wenn ich mich wenn zweimal bewegen, dann kann ich auch leider nicht mehr schießen. Wenn ich schon eine Aktion über habe, holen die sich noch eine Ausweichmarke. Ziehe ich wieder. So, jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich ein ATRT nehme oder meine Towns. Ich bin mir fast sicher, oder ich bin mir sicher, ich werde jetzt den ATRT das erste Mal bewegen, und zwar in die Richtung der Strandtruppen. Bewege ich einmal hier lang. Und ich brauche noch ein bisschen Sicht, werde ich den noch so bewegen. So, und dann ist auch der Zug mit dem ATRT schon vorüber. So, dann aktiviere ich meine letzten Strandtruppen. Erstmal Hand.
Die legen sich einmal hier rüber. Mit ihrer anderen Aktion holen die sich einen sogenannten Bereitschaftsmarker. Das heißt, wenn sich eine Einheit in zweier Reichweite zu ihnen reinbewegt, dürfen die zuerst schießen auf diese Einheit. Und wie ich sehe, hast du denen auch einen Bereitschaftsposten oder einen Feldposten gegeben? Nee, das haben die Strandtruppen. Die Strandtruppen haben den Feldposten. So, wenn ziehe ich. Okay, ich habe meine Rebellentruppen gezogen, meinen vollen Trupp, also meinen stärksten Trupp. Ja, ist die Frage, wie ich die hier bewege. Ich bewege die auch mal hier einfach nur hinter den Schutz. Aber eher hier hin. Genau. Da mich eh keiner beschießen kann, zum jetzigen Zeitpunkt hole ich mir auch keinen Ausweichmarker und dann geht es weiter. So, ich habe noch Eden, meinen Commander. Genau, er hat seine letzte Einheit bewegt, wie ich das gesehen habe. Ich habe auch nur noch eine Einheit, das sind meine Taurückenreiter. Tauntauns, nicht Taurückenreiter. So, mit den Tauntauns bewege ich mich, persönlich, eher gern mal schnell nach vorne. Hier, das ist mein Commander. Und von dem aus bewege ich mich auch die ganze Zeit. Da machen wir mal hier ein bisschen Druck, um euch mal zu zeigen, wie effektiv diese Einheit werden kann. So, stelle ich die hier hin und damit ist natürlich unsere erste Runde so gut wie zu Ende. Ja, wenn jetzt keiner mehr was machen kann, dann würden wir jetzt alle Marker wieder einsammeln, alle sich geholten Ausweichmarker, Bereitschaftsmarker etc. werden wieder vom Spielfeld getilgt. Und eine neue Runde, der jetzt schon auf Reichweite 3 geschossen werden darf. Reichweite kann man die würfeln. Ja, jeder mal weiß, in welcher Runde wir gerade sind. Das war jetzt gerade Runde 1. Jetzt sind wir in Runde 2. Ich habe auch mal eine Karte gefunden. Also überlegt noch. So, jetzt sieht man, Christopher hat zwei Kreise auf seiner Karte, ich nur einen. Das bedeutet, ich darf natürlich anfangen. Einfacher Grund, warum ich anfangen wollte. Ich habe meine Tauntauns in Position und würde die dann logischerweise auch gerne als erstes einsetzen, bevor sie beschossen werden können. So, die Karten werden jetzt beiseite gelegt. Und ich darf dann auch anfangen. Christoph wird gleich zu seiner Spezialkarte etwas näher erläutern, was das jetzt bedeutet für die Runde. Und ich setze die Towns einfach mal ein. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was mache ich am besten. Ich glaube, ich bewege mich hier in die Richtung, drehe die ein bisschen. Und werde jetzt natürlich versuchen, die Spezialkarte von Christopher irgendwie zu unterbinden. Jetzt muss ich einmal mich ein bisschen hier rüber bewegen, dass ich die auch richtig bewegen kann. Hier kommt halt die Besonderheit zu tragen. Die haben das sogenannte Rammen hier drin. Dieses Rammen, da darf ich halt eine Karte, einen Würfel meine ich, logischerweise komplett umdrehen. So, jetzt befinden die sich im Nahkampf, sind komplett reingegangen. Und jetzt kommt es das erste Mal zu einer Aktion, in dem ich würfeln darf. Die Taurückenreiter, vielleicht die Tauntauns, können wir ja mal zeigen, haben einen Würfelwurf im Nahkampf, sieht man hier, zwei schwarze und einen weißen pro Miniatur. Das heißt, logischerweise darf ich jetzt mit vier schwarzen zwei weißen würfeln und habe dieses sogenannte Rammen, womit ich einfach einen Würfel umdrehen darf zu einem Treffer. Genau. Und dann werde ich jetzt mein erstes Mal würfeln. Ziehen darf ich nicht mehr. Ziehen darf ich nicht mehr. Und jetzt werde ich das erste Mal würfeln. Der Würfelwurf war eher schlecht. Genau, das sind zwei Treffer. Durch das Rammen darf ich noch einen umdrehen. Sind das drei Treffer aktuell. Eden hat aber die Besonderheit, durch ihren Druiden, den man hier ganz gut sehen kann, hat sie einen Schildmarker. Den kann sie ausgeben, um zum Beispiel einen normalen Treffer zu negieren. Das würde ich jetzt in dem Fall machen. Sie gibt den Schildmarker aus. Wird ein normaler Treffer weggenommen. Dann muss ich noch für zwei Treffer würfeln.
mit roten, sie verteidigen mit roten Defensivwürfeln. Ja, das Symbol hat, das ist ein Umwandlungssymbol bei den Defensivwürfeln, das hat sie leider nicht, das heißt, das ist eine Leerseite. Und das eine ist ein Schild. Da ist ja am Ende noch ein Treffer, den Eden draufkriegt. Genau, habe ich ihm eine, oder habe ich ihr eine Wunde gemacht, das ist jetzt nicht so viel. Aber damit muss man dann. Die Wunde geben. Legen wir dann immer auf die jeweilige Karte drauf. Zu erwähnen ist noch, was ich vergessen habe, die haben sich zweimal bewegt, die Townhounds, und bekommen jetzt natürlich zwei Ausweichmarker dafür, da sie eine komplette Bewegung gemacht haben. Ja. Also ich möchte jetzt erstmal Eden nicht aktivieren, das heißt, ich ziehe einfach mal Blut aus meinem Pool. Das sind entweder meine Strandtruppen oder auch meine Sturmtruppen. Aber ich hätte jetzt gerne zuerst die Sturmtruppen. Weil es die. Ich die bewege, muss ich näher gesehen, ja. Die bewegen sich. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch 3er Reichweite ist. Ja, das heißt, die Sturmtruppen treffen halt auch dementsprechend. Sie können schießen. So, meine Sturmtruppen haben einmal ein Gewehr dabei, das hat 2 rote. Und für jede weitere Miniatur gibt es noch einen weißen, das heißt noch 4 weiß dazu. Auch die können nicht mehr zielen. Das heißt, mal sehen, was das wird. Mal damit alle mal sehen können. Ich habe 3 Treffer gewürfelt. Gut, da muss ich jetzt natürlich in die Verteidigung rein und werde 3 würfeln. Besonderheit bei den Rebellentruppen ist, die haben einen Defensiv-Convert. Das heißt, das würden die auch zum Schild umdrehen, wenn ich das würfeln würde. Dann würfeln wir mal. Ja, solide. Das ein Treffer geht weg. Und 2 Einheiten werden nun das Zeitliche segnen und kommen aus dem Spiel raus. Und ich muss den jetzt, das ist die Besonderheit, eine Regel, ich muss den jetzt einen Niederhalten geben. Da die verletzt wurden. Okay, jetzt ziehe ich. Und was habe ich gezogen? Genau das, was ich haben wollte. Und damit werde ich meinen AT-RT einsetzen. Wenn wir hier rübergehen, er sieht hier locker diese 5 Einheiten. Und der darf jetzt mit 5 schwarzen würfeln. Und noch zielen, da er keine Aktion ausgegeben hat. Und dann werfe ich einfach mal hier. Oh, das ist natürlich stark in der ersten Runde, das sind 4 Treffer und dann würfel ich nochmal. Und 9/5 Treffer, perfekte Ausbeute, das heißt, 100%. Auch die Strandtruppen werfen mit dem roten Defensivwürfel, muss ich jetzt alle 5 versuchen zu verteidigen im besten Fall. Ja, der Wurf war eher schlecht. Das bedeutet, 3 meiner Strandtruppen segnen jetzt auch das Zeitliche. Genau, das war ein erfolgreicher Wurf für mich, da bin ich zufrieden mit. Aber was ich vergessen darf, da meine Strandtruppen jetzt geschossen wurden, kriegen die noch einen Niederhaltenmarker. Das heißt, sie verlieren eine Aktion, solange sie diesen Marker eben haben. Man kann entweder am Ende der Runde einen abbauen oder während der Aktivierung dieser Einheit kann man versuchen, mit einem Würfelwurf den abzubauen. So, ich ziehe das Symbol hier. Das heißt, entweder die Strandtruppen oder meine Sturmtruppen. Ich nehme jetzt einfach meine Sturmtruppen. Die versuchen, den schon etwas lidiert aussehenden Trupp komplett zu eliminieren. Wenn die keine tolle Waffe dabei haben, werfen die ganz einfach mit 4 weißen Würfeln. Oh, und haben keinen Treffer gewürfelt. Gut, dann das muss auch nicht verteidigen. Dann darf ich jetzt zielen. Ich habe meinen Commander gezogen, das ist die Jyn Erso. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit denen? Ich weiß noch, dass die Imperiale Ehrengarde noch vorhanden ist, deswegen bleibe ich ein bisschen defensiver und bewege mich mit ihr wieder nicht, sondern hole ihr nur 2 Ausweichmarker ins Spiel rein. Genau. Ja, ich ziehe nochmal aus meinem verdeckten Würfelpool, das ist die Ehrengarde. Und jetzt hat er ja schon hinterrücks meine Inversio angegriffen. Das heißt, ich will Rache
die haben ja gerade eine Besonderheit. Die kann sich zweimal bewegen und dann noch einen Nahkampfangriff ausführen. Das wird sie jetzt in diesem Fall mal auch machen. Und die Ehrengarde. Sie wirft diesen Würfelpool. 3 rote, 5 schwarze, das ist schon recht stark. Kann nicht mehr zielen. Haut, denke ich, einen ganz guten Wurf raus. Das sind 5 Treffer, das heißt, ich gebe für die beiden hier, für die normalen Treffer, 2 Ausweichmarker aus und negiere die einfach. Das heißt, ich muss noch für 3 Würfel werfen. Die haben auch einen Defensiv-Converter, das ist das Gute. Und ich verteidige aber auch nur einen. Und damit gibt es 2 Wunden. Jeder Tauntaun hat 4 Leben, das heißt, beide stehen noch. Und ein Niederhalten. Und ein Niederhalten, den darf ich nicht vergessen, genau. Also ein Bereitschaftsmarker, genau. Niederhalten so. Am besten. Jetzt habe ich meinen Lasergeschütz. Hier will ich jetzt mal gucken, ob ich auf das Mörser oder auf den Mörser komme mit einer 5er Reichweite. Da brauche ich die hier. Da sieht man, er trifft deutlich. Hier hat er jetzt eine 1er Deckung. Das heißt, ich habe dem noch einen überladenen Generator mitgegeben, dem Lasergeschütz. Da werfe ich einen schwarzen extra. Das heißt, der Würfelwurf sind 6 schwarze und ich darf zielen auf den Mörser. Das ist bärenstark, das sind 5 Treffer, das war normaler, und noch einmal werfen, 6 Treffer, da er auch den Offensiv-Convert hat. Ja, da stecken habe, geht ein normaler Treffer weg. Und jetzt muss er für 5 werfen. Ich geh mal ein bisschen weg hier gerade. Und das war nix, das waren 4 Leere. Damit ist mein Mörser auch schon weg, er hat nur 3 Leben. Und seinen Marker kann ich damit auch austun. Und damit darf der Christopher dann weitermachen. Ja, ich nehme noch die Strandtruppen. Die versuchen erstmal nochmal ihren Niederhalten loszuwerden. Dafür dürfen sie einen weißen würfeln. Wenn sie das Schildsymbol würfeln, ist der Niederhalten abgebaut. Ja, würfeln sie sogar tatsächlich. Das heißt, der Niederhalten ist weg. Und sie kriegen... Sie können dann zielen und schießen auf den AT-RT. Sie haben einmal die schwere Waffe, die hat 2 schwarze, 2 weiße. Wird es mir da auch ins Schwarzen reichen, den schwarzen Würfel? Jawohl. Okay. Also zielen und schießen mal auf den AT-RT, damit zurück. Dann schon mal ein Crit. Der AT-RT kann nur kritisch getroffen werden, nur mit kritischen Treffern. Auch die schwere Waffe, das schaut nochmal eine Besonderheit, die dürfen ein Umwandlungssymbol zu einem kritischen Treffer umdrehen. Und dann dürfen sie noch zielen. Normalerweise darf man nur 2 Würfel neu werfen beim Zielen. Da ich ihnen ein Zielfernrohr gegeben habe, dürfen sie 3 Würfel neu werfen. Ja, und ja. Ein dritter Treffer geht noch oben drauf. Das sind beides keine Treffer. Der hat leider nur eine 1:6 Chance zu verteidigen. Nur mit diesem Symbol kann er verteidigen. Das heißt, er hat keinen Konverter in der Defensive. Ja. Das sind 3 Wunden. Strandtrupp haben ordentlich zurückgehauen. So, jetzt muss ich noch meins ziehen. Gut, ich habe eh nur noch diese beiden, dann kann ich die schon mal auslegen. Jin Erso habe ich die strikten Befehle gegeben, meinem weiblichen Commander. Das bedeutet, ich darf jetzt einen Niederhalten einfach so abbauen. Und die schießen mal mit 2 Schwarzen auf den Fünfer-Trupp zurück. Und die treffen sogar 2 Stück. Einmal. Einmal, ja, stimmt. Einen Treffer haben die gelandet. Also einen muss ich verteidigen. Nein, auch den verteidige ich nicht. Das ein Sturmtruppler geht weg. Ja, bin ich schon wieder dran. Genau. Ja, dann habe ich noch einen Inverse. Sie bewegt sich aus dem Nahkampf raus mit ihren beiden Aktionen, die sie hat. Das darf sie nur mit einer 1er-Bewegung. Mach ich so ein bisschen anders tun. Ja, das besetzt. Nee, ich bewege mich nicht raus, sondern sie haut einfach mal auf die Tauntons zurück. Sie kann
Die sind noch Niederheiten, das heißt, für die Niederheiten muss ich auch noch würfeln. Ja, du holst auch ab. Läuft. Dann 10 haust du auf die Tauntanz drauf. Und sie macht 2 Treffer. 2 Treffer, das heißt, ich muss die beiden auch versuchen zu verteidigen. Das habe ich auch geschafft. Es gibt noch eine Wunde. Und das bedeutet, die dritte Wunde aber auch an 2 der Niederheitenmarke. Und das heißt, jetzt ist es meine letzte Aktion, bevor es in die dritte Runde geht. Das wird noch keine 3er Reichweite sein, das kann ich ja mal demonstrieren. Das ist doch bei weitem keine 3er Reichweite, auch hierhin nicht. Das heißt, ich muss mich mit denen einmal bewegen, und zwar bewege ich mich in die Richtung. Und jetzt kommt natürlich der Würfelwurf, wenn es denn eine 3er Reichweite ist. Man sieht, es ist eine, kommt der zu tragen, er bekommt 6 weiße Würfel, wenn du mir noch einen geben würdest. Natürlich. 6 weiße und 5 schwarze für jede andere Miniatur, die da drin ist. Das heißt, mit den 5 schwarzen habe ich insgesamt 11 Würfel, kann halt nicht mehr zielen, das ist der Nachteil. Und dann werfen wir jetzt einfach mal alle gemeinsam. Jo, man sieht, kein guter Wurf. Von 11 Würfeln haben nur 2 getroffen. Dennoch, dass auch noch Niederhalten haben die Sturmtruppen. Niederhalten soll auch, dass man auch eine Deckung kriegt. Das heißt, die Sturmtruppen schmeißen sich auf den Boden und rufen um Hilfe. Das heißt, dieser normale Treffer geht weg für die Einzeldeckung. Lass mich nur einen verteidigen. Nein, es schwer freut keine Schilder. Genau. Damit ist die Runde zu Ende und wir kommen zu einer nächsten oder zu der dritten Runde. Dann sammeln wir jetzt einfach wieder die Befehlsmarker ein und dann geht es in die dritte Runde über. Die Ausweichmarker kommen weg und am Ende der Runde darf ich jetzt meinen Niederhalten abbauen, ein bei den Tau-Towns. So, jetzt suchen wir uns wieder eine Karte aus. Ich bin am Überlegen, was. Ja, dann spiele ich die Karte mal. Okay. Sollte ich darf anfangen. Ich habe nur einen weißen Kreis. Mein Bruder 2. So, das heißt, ich werde der Jin Erso einen Befehl erteilen. Und hier der Rebellentruppe. Ist weg. Mein Befehl geht an die imperiale Ehrengarde. Die ich auch direkt aktiviere. Ja, einen schwarzen brauche ich noch. So. Die wollen jetzt natürlich die Tauntauns eliminieren, sie zielen und schießen. Ja, Besonderheit, sie haben einen Jäger dabei, also eine Upgrade-Karte. Nee, haben sie nicht dabei, fällt mir gerade. Habe ich den Ausweis mal nicht gegeben. Das ist auch den Offensive Push und Schild. Ja, dann zielen sie einfach mit ihren beiden Aktionen, können sie trotzdem zielen und schlagen auf die Tauntauns. Oh, das war ein sehr guter Wurf bis jetzt. Ja, das könnte wehtun für das die. Das ist kein Treffer, den muss ich nochmal neu würfeln. Fürs Zielen werde ich jetzt die beiden nochmal neu würfeln. Na gut, das ist weiter kein Treffer, aber 7 Treffer. Ich muss mit 7 verteidigen. Ich glaube, da werden sich die Tauntauns jetzt verabschieden. Knapp überlebt haben sie, oder? Ne, 3 Runden, ne, die sind komplett eliminiert. Das war schlecht, würde ich sagen. Eine komplette Einheit rausgenommen. Das war jetzt nicht so geplant. Das heißt, ich muss auch einen Befehlsmarker jetzt auch komplett rausnehmen aus dem Spiel. So. Das Imperium schlägt zurück. Würde man so sagen, ja. Was ziehe ich? Ah, sehr gut. Das war geplant. Das heißt, ich möchte gerne diese Einheiten. Oder ich würde die gerne bewegen, beziehungsweise die würde ich ja gerne einsetzen, obwohl ich sehe ja noch die beiden. Schimpfst du mir dazu, Chris, oder sehe ich die beiden? Ja, guck mal. Ja, der eine ist so halb, ne? Würde ich jetzt sagen. Ja, was würdest du da regeltechnisch sagen? Ja, du anderthalb siehst von 3, würde ich sagen, schwere Deckung. Na gut, dann bewege ich mich lieber noch einmal mit dem, so dass er dann auch gesehen wird, also dass ich alle 3 beschießen kann. Nachteil ist, ich darf halt jetzt nicht mehr zielen. Das ist jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, das ist das Ziel des AT-ATs, mit Kanonen auf Spatzen.
Ja. Zwei Treffer. So, jetzt bräuchte ich mal einen guten Schildwurf. Zwei Schilde, komm. Ah, da sind sie doch mal. Jetzt habe ich ein Problem. Der verteidigt beides. So, dann dürfen wir. Darf ich jetzt mal wieder? Ja, das Truppler-Symbol gezogen. Nämlich die Strandtruppen hier, die wurden jetzt eben frecherweise von vom Rebellenabschaum beschossen. Ja? Das, da kriegen sie jetzt mal einen zurück. Zielen und schießen auf die Rebellentruppen, auf die Grünen da. Und das war ein satter Wurf. Vier Treffer. Das Blatt wendet sich irgendwie gerade. Vier Treffer. Ich muss verteidigen. Und drei Stück weg und es wird wiederhalten. So langsam habe ich hier ein Problem mit der Einheit. Gut. Dann setze ich Jyn Erso ein. Die holt sich mal einen Ausweich und einen Zielmarker mit ihren beiden Aktionen. Und da die jetzt die Fähigkeit, das kann man hier nochmal gucken, ich habe ja die Einheit aktiviert. Das heißt, die gleiche Einheit hier kriegt jetzt auch einen Ausweich und einen Zielmarker, weil sie Teamwork besitzen. So, und dann ist der Christopher wieder dran. Ja, ich habe keinen offen liegen, kein Befehl, das heißt, ich muss einfach blind einziehen. Welche Überraschung? Ein Truppler-Symbol. Und dann gucke ich gerade mal meine schwarzen Sturmtruppen, was die denn so machen könnten. Ich muss jetzt mal gucken, ob die drei Reichweite zu den Grünen da hinten haben. Nee, das haben sie definitiv schon mal nicht. Aber sie versuchen mit Zielen die braune Truppe endgültig zu eliminieren. Beide vier Weiße mit Zielen. Oh, haben sie schon einen zweiten Treffer? Der nicht auch das Convert-Symbol können sie umwandeln zu einem normalen Treffer. Die zeigen sich mal fürs Ziel neu. Und noch ein dritter Treffer raus. Ja, gerade treffen Sturmtruppen, das gibt's ja gar nicht. Gut, ja. Und auch diese Einheit hat sich gerade vom Spielfeld verabschiedet. Hat zwar ein Schild gewürfelt, aber es hat nicht gereicht. Gut, dann setze ich jetzt diese Truppen hier ein. Ich darf einen Niederhalten abbauen durch Jyn Erso's Upgrade-Karte. Upgrade-Karte, würde ich sagen, genau. Schwierig, was mache ich? Ich bewege mich mit der Einheit. Wo haben wir denn den Bewegungs... Genau, ich bewege mich... in die Richtung, hinter die Deckung und werde jetzt mein Zielmarker ausgeben und darf dann zielen und schießen auf diese Einheit. Das heißt auch hier wieder mit sechs Weißen, wenn du mir noch einen geben würdest, natürlich. Und zwei Schwarzen, da sich ja eben drei verabschiedet haben. Aber diesmal darf ich wenigstens zielen und dann schauen wir mal, was der Würfelwurf ist. Und das ist ein ziemlich guter, ohne zu zielen. Das sind fünf Treffer. Das ist ein überragender Wurf. Und noch einen dazu sind sechs Treffer nach dem Ziel. Wieso darfst du nicht zielen, ne? Achso, stimmt, ach, du hast ja einen Zielmarker ausgegeben. Achso, ja. Du hast ja bewegt. Genau. Naja. Wie viel waren das jetzt? Sechs Treffer. Uiuiui. Jetzt brauchen wir schon ganz viel Glück. Na gut, mein Commander lebt noch. Bin ich nicht ganz zufrieden mit, muss ich dazu sagen. Bei sechs Treffern, bei drei Einheiten. Ah, okay. Dann darf der Christopher wieder. Ja, ich muss eh verdeckt ziehen und die letzten gezogen, und zwar die Strandtruppen. Die versuchen jetzt hoffentlich den AT-AT wegzumachen. Die zielen natürlich und werfen sehr gut. Einen dritten Crit haben sie schon mal dabei. Und sie dürfen ja noch zielen. Na, schade. Drei Crits. Ein Schild, das heißt... Der steht knapp noch, der AT-RT. Ja. Und der ist jetzt kritisch getroffen. Das heißt, ich muss jetzt mal einen roten Würfel werfen. Der Christopher sagt euch dann, was passiert. Ja, das bedeutet, er muss vor jeder Aktivierung des AT-RTs einen weißen Verteidigungswürfel werfen. Und wenn er kein Schild würfelt, dann verliert er eine Aktion. Genau. Ich habe jetzt noch meinen Laser geschützt, das hat aber leider
keine Möglichkeit, irgendwo hinzuzielen. Das heißt, ich hole hier einfach nur zwei Ausweichmarker mit dem und das war's dann. Ich habe jetzt noch meinen Commander, nämlich ich meine Inverso. Die jetzt hoffentlich dem ATRT den letzten Rest, ich hoffe, die kann von da schießen, mal gerade gucken. Reicht aber, sie kann ihn beschießen. Man sieht es, es hat Reichweite. Ja, ich schätze mal, der ATRT ist jetzt auch weg. So. Der ATRT ist verwundet, jetzt kommt bei ihr eine Upgrade-Karte zum Tragen. Sie hat nämlich den Jäger, das heißt, eine verwundete Einheit kriegt sie einen Zielmarker. So. Sie hat einen Würfelwurf von zwei roten, einem schwarzen und zwei weißen. Das ist noch eine weitere besondere Fähigkeit. Sie kann Zielmarker ausgeben, um zum Beispiel automatisch sagen zu können, ich drehe einen leeren Würfel zu einem normalen Treffer oder einem normalen Treffer zum Crit um. Deswegen hebe ich jetzt mal den Zielmarker auf und hoffe, dass ich ihn vernünftig einsetzen kann. Ja, sie hat Wucht 1 der Waffe. Kannst du gerade mal gucken? Ich glaube, wir müssen Wucht 1 der Waffe haben. Ja, hat sie. Ja, gut, dann kann ich maximal nur zwei Crits machen. Zielmarker bringt mir nicht viel, weil er hat ja wieder nur kritisch getroffen. Ja. Gut, du musst zwei würfeln, ich muss beide verteidigen, sonst ist der ATRT auch vom Spielfeld. Nee. Beinahe hätte man vor laufender Kamera ein Wunder gesehen, aber leider nur einen verteidigt. Das heißt, auch der ATRT hat gerade das Zeitliche gesegnet. Die Rebellen brauchen eine neue Hoffnung. Kleines Wortspiel am Rande. Brauchen eine neue Hoffnung. Ja, das war's, glaube ich, die Runde. Keine Ahnung, was das heißt. Wir gehen in die vierte Runde über. Und alles kommt wieder weg und die Marker werden eingesammelt. Und jetzt stehe ich. Ja. Mit leichten Problemen dort, würde ich sagen. Ja. Jeder sucht sich eine neue Karte aus. Ja. Oder beide Commander-spezifische Karten genommen? Meine Genöse bekommt jetzt erstmal einen Sturmangriff. Das heißt, ich kann zweimal mich bewegen und wenn ich drin bin, darf ich immer noch einen Angriff machen. Das ist gut. Ein Nahkampfangriff. Nahkampfangriff, muss man vielleicht dazu sagen. Meine Ihnen bekommt einmal Scharfschützen 2, das heißt, sie kann Deckung von 2 ignorieren und sie kriegt einen Zielmarker. Und wenn ich sie halt aktiviert habe, das heißt, am Ende ihrer Aktivierung erhält sie einen Ausweich und noch einen Bereitschaftsmarker. So, erstmal Zielmarker. Ich muss noch einen Marker hinlegen. So. Müssen wir noch würfeln, wer anfängt? Wir sind in Runde 4. Würfel nicht vergessen umzustellen. Dann muss ich mit einem roten Würfel entscheiden, wer anfängt. Man sagt in der Regel entweder Schild oder kein Schild. Und mal sehen, ich sage jetzt einfach mal Schild. Wenn ich ein Schild würfel, darf ich anfangen. Oh, das ist gekantelt. Jetzt müssen wir nochmal würfeln. Ich darf anfangen. Die Karte umgeschmissen. Soll vorkommen. Eden bewegt sich hier hin. Dann zielt und schießt sie auf das Lasergeschütz. Dafür hat sie einen Zielmarker bekommen. Hoffentlich viele Treffer. Das haben bis jetzt nur zwei Treffer. Aber Eden darf ja noch zielen. Haut immerhin noch einen dritten auf die Laserkanone oben drauf. Gut, das heißt, ich muss mit drei weißen, ich brauche nochmal einen weißen Würfel, muss ich verteidigen. Die haben halt auch einen Defensiv-Konverter, das ist das Gute. Ja, das ist stark. Die kriegen jetzt ein Niederhalten und eine Wunde kriegen die jetzt. Jetzt kommt Edens Kommandokarte zu tragen. Sie kriegt jetzt, da es am Ende ihrer Aktivierung ist, einen Ausweich und einen Bereitschaftsmarker. Ist das ein Bereitschaftsmarker für mich? Gut, dann bin ich dran. Was ziehe ich? Na gut, besser kann man es eigentlich nicht zieren, finde ich. Die versuchen jetzt einen Ausfall zu machen und attackieren, ohne zu zielen natürlich, die Truppen. Das heißt, ich darf mit sechs schwarzen wieder zwei weißen würfeln. Ja, recht ordentlich. Der sechste Weiße, den muss ich nochmal neu würfeln, der ist irgendwo gelandet. Ja, drei Treffer ohne Zielen ist gut, ohne einen Offensivkonvert. Dann passt das. Darf ich noch zielen?
verteidigen natürlich. Ich habe zwei Schilde geworfen, das heißt, nur einer geht weg, das ist ein recht guter Wurf. Kriegen halt immerhin Niederhalten jetzt noch ja, mit dazu. Niederhalten, natürlich. So. Ja, dann ziehe ich mal. Und ich habe, welche Überraschung, ein Truppler-Symbol gezogen. Damit könnte ich jetzt noch... Ich nehme jetzt einfach mal den einsamen Commander, der hier noch alleine rumsteht. Der schießt und zielt einfach mal auf die Truppen da, die da gerade noch frei rumstehen. Trifft schon mal nicht, zielt und trifft trotzdem nicht. Ein Satz mit X, das war mal nix. Gut, Till Örser kommt jetzt. Was mache ich mit der? Die hat halt nur eine... Nee, sie hier hat sie eine Dreierreichweite, das ist das Gute, und hat einen Durchschlagen drin. Also ich kann mit einem Treffer würde ich direkt diese Sturmtruppe ins Jenseits befördern. Gucken wir mal, was ich werfe. Ein Treffer, durch das Durchschlagen ist er direkt weg, den kann er nicht verteidigen. Damit ist auch diese Einheit ausgelöscht. Und jetzt habe ich nur noch das Lasergeschütz. Ich nehme jetzt einfach mal die Sturmtruppen Nummer 2. Die ziehen und schießen einfach mal auf die Rebellentruppen, auf die Grünen. Weil die wurden schon beschossen, ich muss auch für die Niederhalten würfen. Genau. Ich vergesse. Nein, das heißt, sie können nicht zielen, sie können nur schießen. Und haben immerhin einen Treffer gelandet. Den ich wieder verteidigen muss. Und nicht verteidigen. Auch hier keiner. Und auch da. Hast du falsch abgeräumt. Weil die schwere Waffe. Achso, stimmt, die schwere Waffe habe ich schon. Und jetzt auch wieder ein Niederhalten dazu. Genau. Ich habe das Laser geschützt. Das Problem ist, bevor ich nichts mache, will ich auf die Jin Erso schießen. Auf die Eiden Erso schießen. Aber der hat natürlich gerade eine Bereitschaft bekommen. Das heißt, sie darf zuerst zurückschießen. Nämlich auch ein Feldpost. Das heißt, sie darf auf diese Reichweite auch zurückschießen. Normalerweise darfst du nur auf eine Zweier. Ohne Feldpost darfst du normalerweise nur auf eine Zweier schießen. Sie hat einen, deswegen darfst du auf einen Dreier schießen. Und da sie auf eine verletzte Einheit schießt, kriegt sie auch noch einen Zielmarker, den sie auch zum Zielen verwendet. Ja, das sind gute 3 Treffer bis jetzt. Und noch 2 normale obendrauf. Einmal zur Ergänzung, den habe ich gerade zum Crit umgedreht vom Umwandlungssymbol, weil sie in ihrer Waffe einmal kritisch 1 hat. Das heißt, sie darf vom Umwandlungssymbol einmal zum Crit umdrehen. Ich brauche noch 3 weiße Verteidigungswürfel und dann gebe ich natürlich mein Bestes. Haben die Niederhalten? Genau, deswegen ist es egal. Das heißt, ich muss jetzt verteidigen. Wieder 2 verteidigt, das heißt 3 Wunden, sind sie bei 4. Ja. Und Niederhalten dazu. Stehen halt noch. Das heißt, sie darf halt eben nicht zielen, weil sie jetzt noch eine Aktion übrig haben. Genau, das heißt, ich werfe auch hier mit 6 Schwarz auf die Inversion. Ja, so gut, das ist ein Ausweichmarker. Den Ausweichmarker gibt es natürlich aus. Und dann ist es nur ein Treffer, nur noch. Elegant zur Seite gesprungen, sie war mal Hochspringerin. Und? Er kommt am Ende als Schild raus. Das muss man erstmal hinkriegen. Gut, ich habe ein kleines Problem. Jetzt darf der Christopher nämlich noch 2 Einheiten, 3 Einheiten, nee, 2 Einheiten aktivieren. Du hast ja tatsächlich gar nichts mehr, ne? Genau. Ich bin fertig. Die waren nicht so aktiviert. Bevor ich vergessen. So, einmal die Strandtruppen. Die werde ich erstmal nur bewegen. Muss doch nicht reichen. Ich versuche jetzt in der Deckung entlang zu schleichen. Und ich habe noch die Ehrengarde. Die geht jetzt voll auf Konfrontationskurs. Ja. So. Dann geht eine neue Runde weiter. Alleine aktiviert. Die Marker werden wieder eingesammelt und wir suchen uns jetzt eine Karte aus. Ich habe noch eine kommandospezifische Karte von Eden Verso. Die besagt, ich kann erstmal Eden und 3 Truppler-Einheiten einen Befehl erteilen.
Das heißt, ich kann alle meine Einheiten, die ich noch über habe, aktivieren. Ich kann auch zwar nur zwei aktivieren, da ich aber nur noch drei habe, bleibt mir nichts anderes übrig, kann ich die auch da hinlegen. Ich darf anfangen. Gut, ich Niederhalten wird ja am Ende der Runde immer abgebaut. Ich gebe jetzt mein Bestes und versuche, der einen Wörse zu schaden, indem ich wieder ziele und schieße auf die. Gucken wir mal, was wir da für einen Wurf haben. Der ist gut, der ist ziemlich gut für ohne Ziel. Und jetzt noch der. Und noch ein Treffer, 6 Stück. Besser kann man das Lasergeschütz nicht einsetzen. Jetzt habe ich ziemlich viele Würfel in der Hand und hoffentlich auch viele Schilde. Ja, 2 Schilde, das heißt 4 Wunden vergeben. Aber es steht noch. Das Lasergeschütz hat noch ein bisschen was getan, bevor es wahrscheinlich gleich am Ende ist. So, dann habe ich hier die freie Wahl, die Qual der Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal meine Ehrengarde. Und die möchte ihn an den Kragen. Das schaffen sie ja mit 2 Bewegungen rein. Das heißt, sie dürfen noch eine Nahkampfattacke durchführen. Die nicht ganz so heftig war, aber 4 Treffer immerhin. Genau, 4 Treffer. Sie verteidigt auch leider immer mit Weiß als Commander der Rebellen, aber sie hat auch hier einen Defensiv-Convert, den sie einsetzen kann. Oder den sie einsetzt automatisch. Ein Treffer, einen verteidigt, 3 Wunden. Schlecht ausmachen. Ein Niederhalten natürlich auch noch. Genau. So. Ich setze jetzt hier meine Rebellentruppen ein, die dürfen zielen und schießen. Gut ist, meine schwere Waffe steht noch immer. Das heißt, 6 weiß, 1 schwarz und die schießen dort hinten auf die Truppe drauf. Und dann gucken wir mal, was für ein Würfelwurf kommt. Auch wieder ein sehr, sehr guter, ohne zu ziehen erstmal. Und jetzt 3 neue. Und ein 4. Treffer kommt dazu. Ja, ihr seht, sehr, sehr guter Wurf mit 6 Weißen. Jetzt müssen meine Truppen aber ein bisschen was raushauen. Nee, das heißt, meine Truppen sind weg. Nicht das Imperium schlägt zurück, die Rebellen schlagen zurück. Wollte ich nur mal andeuten gerade. Noch lebe ich mit meinen Rebellen. So, da habe ich jetzt als einziger noch einen. Nee, die Ingenieurs haben wir übrig, aber. Genau. Die ist ja momentan im Nahkampf gebunden. Ihnen benutzen ihre Karte, das heißt, sie kann ihre Maximalgeschwindigkeit auf 1 verringern und kriegt dafür die ruhige Hand und taktisch 1. Das tut sie natürlich auch. Das heißt, für das taktisch 1 bedeutet, wenn sie eine Standardbewegung macht, kriegt sie einen Zielmarker. So. Dann und ruhige Hand bedeutet, wenn sie sich bewegt hat, darf sie nochmal einmal eine freie Aktion fürs Schießen aufwenden. Das heißt, sie hat jetzt nur eine Aktion frei, kann man einfach noch frei schießen. Mit der anderen Aktion holt sie sich einfach noch einen Zielmarker. Und weil die eine verwundet ist, kriegt sie tatsächlich noch einen Zielmarker. Also jede Menge Zielmarker, die sie ausgeben kann. Einen benutzt sie zum Zielen, den Rest hebt sie sich mal auf. Oh. Das sind dann schon 4 Treffer. Und dann gibt es noch einen Zielmarker aus und dreht den zu einem normalen Treffer um. Gute 5 Treffer, würde ich sagen. Auf das ist die Aktion von einem Verso. Also das ist, warum ich am Anfang gesagt habe, das Spielgewicht kann, wenn es bei ihr gut läuft, kann sich verschieben zugunsten des Imperiums. Gucken wir mal. Ich habe 4 Wunden, wenn ich mehr als... gut, ich muss 4 von 5 verteidigen, dann lebt das Lasergeschütz. Mal gucken wir mal, ob ich das schaffe. Nein, das war nix. Das Lasergeschütz hat sich auch gerade mal verabschiedet. Ja, dann lass du noch deinen Gin Erso aktivieren. Gin Erso kann ihren Niederhalten selber nicht abbauen, das bedeutet, sie muss für den würfeln. Also sie darf nicht zielen bei ihrer Nahkampfattacke. Das heißt, sie haut jetzt mit 4 Schwarzen drauf und kann nicht zielen. Aber auch das wäre ein starker Wurf, 4 Schwarz, 4 Treffer, ohne Zielen. Aber auch bärenstarker Verteidigungswurf der Ehrengarde, sie kriegen nur eine einzige Wunde. Gut. Ich würde mal sagen, ich habe ein kleines Problem. Ja, ich habe auch die Strandtruppen. Die werde ich jetzt noch aktivieren. Mit ihnen versuche ich natürlich das Missionsziel zu erfüllen. Ich renne so schnell es geht in die gegnerische Aufstellungszone. Den Zielmarker brauchen sie auch nicht mehr. Dann beginnt eine neue Runde.
Die letzte Runde auch. Genau. Müssen wir mal gucken, was wir haben. Ja, wir haben beide eine Dreierkarte. Das heißt, wir müssen wieder würfeln, wer anfängt. Und wir sind ja jetzt nur 6. Bei geraden Zahlen muss immer ich würfeln. Ich versuche es noch mit einem Schild. Hoffentlich kommt dann auch ein Schild. Nein? Das heißt, ich würde die Gin Urso einsetzen. Und ich würfel und ziele. Weil ich nie gehalten habe, am Ende der Runde abbaue. Ja, 2 Treffer. Und jetzt hier noch einen 3. Treffer. Und ich glaube, sie hat auch niederhalten in ihrem Nahkampfangriff drin, wenn ich nicht irre. Kannst du da gerade nochmal zuschauen, nachgucken? Ja, müsste sagen, hat sie auch. Ja. Das heißt, sie kriegen immer 2 niederhalten, genau, wenn sie getroffen werden. Ja. Ja, das heißt, einer meiner Ehrengardisten ist weg. Ich nehme jetzt einfach mal den Elektrostabgardisten. Das heißt, noch eine Wunde, also einer ist noch verwundet und es gibt 2 niederhalten. Dann bin ich auch schon dran. Also mal gucken, ob ich mit Inversio reinschaffe, ob ich theoretisch. Ja, jetzt wird alles abgeräumt. Machen wir mal gerade, ob ich drin wäre. Ich glaube, es wird ganz knapp nicht reichen, ne? Nee, knapp nicht. Schön, das ist ja schon die 6. Runde. Ja. Habe ich ganz vergessen. Ja, bedeutet, ich kann noch gewinnen! Das bedeutet natürlich, Eden will die restlichen Rebellentrupp bleiben. Okay, das war schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. Die sind verwundet, das heißt, sie kriegt einen Zielmarker, mit dem sie einfach zielt. Wenn sie schon einen sehr guten Wurf hat, einen kritisch, einen normalen, noch einen normalen Treffer. 5 Treffer. Ich kann es noch schaffen, wenn ich jetzt 5 verteidige. Wenn du mir noch einen weißen geben würdest. 4 verteidigen, einer muss überleben. Ach stimmt, einer, ja. Also ah, nee. Auch diese Einheit ist weg und damit können wir schon fast den Ausgang des Spiels bestimmen. Der Chris hat noch seine... Also, ich werde es jetzt ganz einfach machen. Die Strandtruppen marschieren ein in die gegnerische Aufstellungszone. Und damit können wir sagen, der Sieg gehört ihm. Aber nur aus Prinzip will ich jetzt noch einmal mit den Ehrengardisten werfen. Ich gebe natürlich mein Bestes und verteidige. So, die Ehrengardisten sind verwundet. Die haben auch eine tolle Upgrade-Karte. Wenn sie verwundet sind, kriegen sie einen roten Würfel extra. Das heißt, dann schon mal 4 rote und 3 schwarze. Sie müssen aber erst für die ganzen Niederheiten würfeln, die sie haben. Einen bauen sie ab, das heißt aber trotzdem, dass sie nicht zielen dürfen. Das ist kein Treffer, das ist kein Treffer. Aber am Ende 7 Treffer für. Dann brauchst du noch 2 Weise. Ich habe das einmal geschafft, 7 zu verteidigen. Mal gucken, ob ich es jetzt nochmal schaffe. Nö. Damit ist auch meine letzte Einheit weg. Dann kannst du auch in diesem Rahmen an meine Seite kommen. Ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, dass wir unsere stärkste Waffe nicht eingesetzt haben, den Todesstern. Also, das war jetzt noch nett, was wir so gespielt haben. So ist das Imperium, wenn es gewinnt. Wir haben den Todesstern nicht eingesetzt. Ja. Ich fand es interessant, das ist unser Schlachtenbericht gewesen. Wir haben als Rebellen so leicht verloren, es sah am Anfang ganz gut aus. So die letzten Runden, muss man sagen, es ging dem Ende zu für die Rebellen. Die waren sie wurden eliminiert. Ich muss es zugeben, das Imperium war wesentlich besser heute. Ja, ja? Fußball will man sagen, ausgetribbelt und den Gegner ist die Puste ausgegangen. Oh, jetzt kommt Fußballfloss. Ja, gut, ja. Okay. Ist überhaupt kein. Ich verstehe. Tut mir einen Gefallen. Lasst dem Markus ein paar Likes da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann haben wir vielleicht nochmal die Ehre und dürfen irgendwann noch eins machen. Ja. Wir geben aufgrund von Corona nicht die Hand, sondern einfach nur den Ellbogen und sagen, macht's gut.